zur 23. Folge mit Transport über 2. Heute ist der 3. Januar 2020 und wir werden uns heute noch ein allerletztes Mal hier mit dieser Brötchenlinie beschäftigen. Das Mausproblem, was ich in einigen Folgen hatte, dass die Maus verschoben ist, das habe ich jetzt inzwischen auch lösen können. Dazu muss ich einfach einmal zwischen Vollbild und normalem Bild wieder hin und her wechseln. Da muss ich mir aber nochmal eine längerfristige, vernünftige Lösung einfallen lassen. Aber es funktioniert jetzt. Also ihr seht das hier, ne? Ich bin mit der Maus auf dem Signal 55, klicke drauf und es funktioniert. Wunderbar. So, also, wie gesagt, 2020 haben wir die 3. Folge. Ich versuche dieses Jahr wirklich jeden Tag eine Folge zu machen. Am Ende vom Jahr sollten wir 365 Folgen zusammen haben, beziehungsweise dann auch schon mehr, weil wir ja noch aus dem letzten Jahr 18 Folgen haben. 18? 20 oder so, ist ja auch egal. Auf jeden Fall heute Brötchenlinie. Wir wollen diese Linie hier auf die 200 bringen und diese Linie hier auf die 200 bringen. So, dass wir dann hier die 300 ausschöpfen. Diese Linie hier unten haben wir auf 200. Das sehen wir hier, Transport 100%. So, wie sieht das hier eigentlich aus? Die Züge sind sogar voll. Und da würde ich mir vielleicht so überlegen, dass wir diese Züge hier wirklich austauschen gegen die Preußisch G3, damit wir den Berg schneller hochkommen. Dadurch können wir die Frequenz nochmal ein wenig erhöhen. Können dann aber auch unter Umständen sogar schon das ein oder andere Waggönchen einsparen. Das müssen wir uns aber mal anschauen in aller Ruhe. Jetzt geht es erstmal um die Brötchenlinie zum Hafen. Hier haben wir die 100% noch gar nicht. Hier sind wir erst bei 50%. Das liegt aber daran, dass die Eisenbahn halt einfach die Menge an Getreide, die von den Schiffen angeliefert wird, gar nicht schafft, ja zu verbringen, sage ich mal, mehr oder weniger. Und dazu haben wir hier die Janneby Getreide 3 und die müssen wir auf 150, auf 200 bringen, die Linie. Das heißt, wir kaufen uns jetzt erstmal einen neuen Zug, nehmen dort dann die Preußisch G3, einen Güterwagen an, kaufen das und schicken es auf die Getreidefabrik 3 Linie. Dann haben wir da schon mal wieder einen Zug mehr. So, das dauert jetzt natürlich einen Moment, bis der dort angekommen ist. Der muss ja erst zur Brötchenfabrik hochfahren und muss dann dort oben drehen und wieder zurückfahren. Wir könnten uns mal über kurz oder lang überlegen, nochmal eine neue Depots zu bauen, aber es gibt noch keine klassischen Depots als Mod, außer das eine mit der Drehscheibe. Das muss ich mir aber erstmal nochmal angucken. Das können wir in der nächsten Folge vielleicht mal machen. Dann würden wir in Janneby vielleicht auch nochmal ein Depot bauen für die Eisenbahn, damit wir unsere Fahrzeuge dort schneller auf die Linie bekommen. So, damit haben wir dann die Linie dort unten schon mal ein bisschen hochgetrieben und jetzt geht's an diese Linie hier. Die hat nämlich jetzt eine Rate von 80 und da ist definitiv mal mehr möglich. Und da haben wir aktuell noch die Borsig unterwegs. Würde ich bei der auch erstmal bleiben, bei der Borsig, damit wir dort einen einheitlichen Wagenpark haben. Und da brauchen wir 1,4 Millionen, die wir dann hoffentlich gleich auch zusammenkriegen. Und dann können wir fast schon überlegen, ob wir unseren Kredit mal anfangen, wieder runterzuschrauben. Weil der ist ja mit 100.000 im Jahr doch schlägt er doch sehr zu Buche. Ich weiß gar nicht, wann der sich überhaupt erhöht auch, weil man kann im späteren Spielverlauf einen höheren Kredit nehmen. So, du gehst auf die Getreide 2. Müssen wir uns mal kurz angucken. Also aktuell geht es noch nicht. Ich weiß es gar nicht. Also wir können auch noch ein Hauptquartier bauen, sehe ich, ne? Müssen wir auch nochmal in Angriff nehmen. Dass wir ein Hauptquartier bauen und da würde ich Janneby sogar tatsächlich als unsere Hauptstadt nehmen, als unsere Firmenzentrale. So, jetzt können wir hier nochmal auf die Rate gucken von der Linie. Die müsste ja jetzt hochgegangen sein, 103. Da kommt er. Jetzt kriegen wir den hier natürlich nicht drüber, weil wir doch da... Haben wir da eine Doppelkreuzweiche? Nein. Wir müssen jetzt gucken, dass wir den Zug vorher gedreht bekommen. Das geht aber, glaube ich, erst im Bahnhof. Oder hinter dem Bahnhof. Aber ihr seht das hier auf der Linie, da ist richtig Action. Da müssen wir nochmal an die Signale rangehen oder wir müssen wirklich ein drittes Gleis dahin bauen, dass wir zumindest mal aus einer Richtung die Züge da ein bisschen ja, wegbekommen. So, das ist auch keine Doppelkreuzweiche. Das ist auch keine.
Weil hier ist richtig Verkehr. Ein Überwerfungsbauwerk wäre hier auch nicht schlecht. Dann können wir nämlich auch nochmal die Kreuzungsstelle hier loswerden. So, jetzt wenn der gleich hinterm Bahnhof ist, dann können wir ihn drehen. Warum bist du schon abgefahren, wenn da das Gleis noch gar nicht frei war? So, einmal umdrehen das Ganze. Klingeling. Ich sehe das hier. Hier staut sich das alles. Dann müssen wir entweder noch einen Blockbereich da irgendwo reinbauen. Oder... Nicht gut. Der ist auch schon wieder vorgefahren, ohne dass da irgendwie das Gleis frei war. Und da ist noch ein Signal von dran verbaut. Das ist das Ausfahrsignal für das Personengleis, glaube ich. Du holst ja hier eigentlich nur Brötchen ab, ne? Und lieferst dich nach Bertico, oder? Das ist richtig. Also dieses... Boah, Alter, du siehst aber auch schon sehr lediert aus, mein Freund. Und dich müssen wir aber austauschen. Da kommen wieder Brötchen. Getreidedinger, die bringen jetzt natürlich dann nach und nach auch ein bisschen mehr Kohle in die Kasse. Da müssen wir unter Umständen vielleicht auch nochmal die Blöcke ein bisschen verdichten auf der Strecke. Da kommt schon der nächste. Wo hast du dich denn verfahren? Ach, du holst ja Brötchen ab, ne? Lieferst die nach Janneby. Wir haben hier oben gar keine Kutschen mehr, die haben wir in der letzten Folge entsorgt. Hier aus 206. Also steigt auf jeden Fall mal mit unserem Brötchen. Hier haben wir auch richtig Stau. Das heißt, auch hier müssen wir über kurz oder lang uns noch was einfallen lassen, wie wir das Ganze korrigieren und umbauen. Getreidehobel. Uiuiui. Gar nicht mal so cool. Wie sieht es hier hinten jetzt aus? 72. Also scheinen wir hier mit der Rate langsam hinzukommen. 172. Also ein Zug können wir da noch einsetzen. Da müssen wir die Züge nach und nach ein bisschen abschwächen, weil wir jetzt sonst weit über die 200 kommen. Wir wollen ja eigentlich nur genau die 200 haben. Beziehungsweise 2-3 Einheiten drüber. Hier sind wir 4 Einheiten drüber. 4 ist, glaube ich, ein guter Wert dafür. Jetzt kommt auch wieder Kohle in die Kasse. Weil die zwei Züge jetzt das erste Mal Geld verdienen, die wir jetzt vorhin neu gekauft haben. Dann kommt der nächste Brötchenhobel. Okay, also Überwerfungsbauwerk ist das Thema. Ja, wir können... Ist die Frage, inwieweit wir jetzt hier flexibler sind, als wir es vorher waren. Was wir natürlich machen können, aber wir haben hier... Haben wir Güterzüge, die dort rüberfahren? Der Brötchengüterzug. Liefern wir Brötchen schon hier irgendwo hin? Nach Lauenstein liefern wir Brötchen, glaube ich, ne? Ja. Wir liefern Brötchen nach Lauenstein, das heißt, wir hätten nachher doch wieder eine Kreuzung. Brötchen werden hier abgeholt, fahren dann hier rüber, kreuzen auch hier ab.
Also wenn wir hier eine Rampe hinkriegen würden, das wäre nicht schlecht. Na, dann müssen wir uns mal genau anschauen. In den nächsten Folgen. Hier ein Überwerfungsbauwerk. Da muss auf jeden Fall ein Überwerfungsbauwerk hin. Ich glaube, die Brücke, die müssen wir eh nach hinten verschieben, wenn wir Platz bekommen. Oder wir lassen die Züge durchfahren, die von dort oben kommen. Lassen wir durchfahren, hier hinten raus, hier rüber und dann geht es da wieder auf die Strecke. Dann haben wir hier quasi ein Gleisdreieck. Und wir haben eine neue Dampftram. Sehr schön. Finde ich gut. Dann können wir nämlich mal hier auf die Tramlinie gehen. Wir gehen mal aufs Tramdepot erstmal und gucken uns die Fahrzeuge mal an. Also wir haben hier die Pferdebahn mit 20 km/h und 26 km/h die Dampftram. Und dann wird sich das Austauschen dann lohnen, weil wir dadurch die Frequenz nochmal steigern können. Und wie sieht das hier personenverkehrstechnisch aus? So viel wartende Fahrgäste haben wir gar nicht. Und wir haben hier 12 Fahrzeuge. Fahrzeuge verwalten, austauschen und gegen die Dampftram. 1,072 Millionen soll der Spaß kosten. Das sollte kein Problem werden. Weil jetzt gerade so ein bisschen am Stagnieren ist mit unseren Einnahmen. Das ist, weil wir die Kapazitätsgrenze unserer Eisenbahn erreicht haben. Wir könnten natürlich auch eine Güterumgehungsbahn bauen. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Ah, jetzt hatte ich die 1,1 Millionen zusammen. So. Dann haben wir die mal ausgetauscht. Kann man es gerade mal anschauen dann auch. Da sind sie. Da. Die Dampftram. Was für eine Kapazität hast du denn? 11. 11 Fahrgäste. Wie viel gingen in die Kutsche rein? 6. Also Kapazität hoch und die Frequenz haben wir auch gesteigert. Auf unserer Tram. Da ist sie. 132 bei 73 Sekunden. Wie kann denn das sein? Wir sind noch schneller unterwegs jetzt. Das kann eigentlich nicht sein. Egal, wir gucken mal. Also, wir könnten eine Güterumgehungsbahn bauen, dass wir die Güterzüge hier aus dem Bahnhof rauskriegen. Und zwar würden wir mal versuchen, das ist kacke, wegen dem Bahnhof hier, wegen dem Bahnsteig. Mal gucken, ob wir hier so weit würde das gehen. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir von hier unter dem Bahnhof durchkommen. Was wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil die Rampe zu steil wird. Genau, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das nicht funktioniert. Das heißt, wir werden unter dieses Dreieck wollen wir durch. Das erste. Okay, das funktioniert so nicht. Tiefer kommen wir nicht. Versuchen wir es mal anders. Machen wir das mal so. Versuch macht klug, wird der ein oder andere jetzt sagen. Und dann hätten wir zumindest mal hier hinten schon mal einen Tunnel. Das heißt, wir müssen einfach noch ein bisschen weiter raus. Das muss man hier mal. So würde das gehen.
So, so würde es gehen. So, dann wollen wir das mal versuchen, da umzusetzen. Sofern das Geld dafür denn da ist. Und dadurch würden wir hier die ganze Achse entlasten. Sehr teuer das Bauwerk, ne? Muss ich mal anmerken an der Stelle. Hier geht richtig die Post ab hier oben. Warum kommen wir auf keinen grünen Zweig gerade? Verstehe ich nicht. Die Eisbahn müsste eigentlich einen Haufen Kohle machen. 86. Hier müssen wir vielleicht auch nochmal die Blöcke verdichten, ein bisschen. Das Stück Eisenbahn hier, das kann ich relativ easy entlasten. Das sage ich ganz ehrlich. Ich müsste auch nur ein drittes Gleis hier nach außen ziehen. Dann würden wir hier nämlich die Kreuzung wegfallen. Dann hätten wir nur noch eine Kreuzung hier. Aber beim Ausfahren werden die dann schneller. Das ist alles nicht so einfach. So, also wir wollen jetzt hier gucken, dass wir hier drüber oder drunter durchkommen. Also. Frage, ob drüber nicht vielleicht sogar einfacher wäre als drunter. Das können wir vielleicht auch gerade mal ausprobieren. Wenn wir hier mal sowas hinbauen. Das mal hochnehmen. Dann da einmal drüber. Anheben, bis eine Brücke entsteht. Wunderbar. Können wir das nämlich auch schon mal so ein bisschen in die Kurve ziehen. Einmal so. Ist ein bisschen zu viel Kurve. Ein bisschen flacher das Ganze. Das kommt sogar günstiger, ne? Das sieht sogar besser aus auch, ne? So, und dann gehen wir von hier. Nämlich da unten ran. Bleiben an dem Gleis mit dran. Und den nicht hoch. Runter das Ganze. Hoch oder runter? Eins von beiden muss funktionieren. Nämlich gar nichts. Okay. Wir wollen das Ding hier sauber ausfädeln. Runter wird nichts. Gehen wir mal hoch. Passiert auch nicht viel. Und dann noch weiter nach hinten raus. So. Gehen wir da ran. Das wird auch nichts. Okay. Der Rampe erstmal bauen, eine künstliche. Die wir so nicht hoch genug kriegen. Okay, wunderbar. Wissen wir da auch Bescheid? Das reicht auch nicht von der Höhe.
Das müsste aber reichen von der Höhe. Wir probieren es aus. Mehr als kaputt machen können wir es ja nicht. So. Mal zurück hier. Sieht natürlich sehr abenteuerlich aus, ne? Den Pfeiler da unten noch aus dem Gleis rausholen. Wie sieht das hier eigentlich aus? Ja, die Brücke müssen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen anders machen. So, einmal so. Die bis hier unten ran irgendwo. Wir müssen auch noch über die Straße, ne? Das ist das Problem. Wieder keine Kohlen. Das war jetzt nicht so gut. Ja, das nochmal wegmachen. Müssen wir die Brücke doch da komplett überziehen. Hat ja keinen Sinn. Sonst. Na guck mal, dann können wir da schon mal langsam runterkommen. Sofern das nötige Kleingeld natürlich da ist, ne? Das Kleingeld muss schon da sein. Sonst wäre das nichts. Sehr abenteuerlich, was ich hier jetzt baue gerade. Jetzt mal kurz Pause drücken, damit wir damit unsere Kohle nicht komplett flöten geht. Sondern gehen wir hier drüben ran. Sieht hier jetzt natürlich nicht schön aus. Können wir aber gleich nochmal ein bisschen modellieren. Steigung zu groß ist. Ah, das funktioniert eh nicht. Dann machen wir es ganz anders. Dann gehen wir hier an der Straße lang. Einmal so. Dann gehen wir hier ans Gleis. Und hier gehen wir raus an die Umgehungsbahn. Wunderbar. Dann müssen wir die Brücke hier drüben nochmal korrigieren. Im späteren Spielverlauf, weil wir wollen ja so eine unschönen Bilder wie diese hier, wollen wir eigentlich nicht vermeiden. Ne? Soll ja doch schon ein bisschen Schönbauprojekt werden. So, und dazu nehmen wir das einfach mal so. Hallo. Kommst du? So. Jetzt müssen wir hier einmal ein bisschen von allen Seiten gucken. Oh, guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Runter, bisschen hoch wieder. So. Und dann können wir hier das letzte Stück noch nicht rangehen. Aber wir können ja das hier nochmal wegmachen. Wir gehen dann von hier. Ja, das. So soll das aussehen. So nicht anders. Wunderbar. So, Brückenköpfe müsste ich mir mal runterladen. Gucken, ob es schon Brückenköpfe gibt. Ah, dann haben wir jetzt eine Güterumgehungsbahn gebaut. Die muss natürlich auch noch mit Signalen ausgestattet werden. Dann nehmen wir hier mal ein HP2. So, diese Signale hier, die müssen wir mal nach... Also dieses Signal hier, das muss nach hinten versetzt werden. Nämlich hinter die Weiche. Gerade nochmal konfigurieren, die beiden Signale. Und dann geht es weiter. So. Da können wir HP 0 nehmen. Einmal. Zweimal. So, jetzt kommt hier unten aber noch ein kleiner Umbau, den wir hier machen müssen. Wir müssen hier nämlich eine Weiche reinbauen. Weil wir haben unseren Brötchenzug, der da auch noch fährt. Wir müssen dann entsprechend hier ein Ausfahrsignal. Was jetzt nicht geht, weil ich die Weiche zu knapp gebaut habe.
ich mal nach vorne setzen, das Ding. So. Kommt hier in diese Richtung ein Ausfallsignal. Dasselbe machen wir hier natürlich auch. Und dieses Signal hier, das wird kein Einbahnsignal. So. Das muss funktionieren. Dann gehen wir in die andere Richtung mit HP 0. Haben dann hier natürlich auch ein Ausfallsignal. In diese Richtung. Das ist jetzt ja nur ein durchgängiges Gleis, da brauchen wir jetzt kein Ausfallsignal unbedingt. Das bleibt auch auf Einbahn. Dann gehen wir auf die Hauptsignale und schicken dann unseren Getreidetransport hier rüber. So, dann kommt hier noch ein Block hin. So, wie sieht's aus? Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch die Linie da ändern. An der Stelle, jetzt haben wir hier. Da müssen wir vielleicht auch nochmal die Blöcke ein bisschen verdichten. Guck mal, hier können wir noch großzügig einen Block dazwischen setzen. So, ich glaube, hier würde auch noch einer dazwischen gehen. Damit wir die Züge hier am Laufen halten. Umso schneller sie ja von A nach B kommen oder umso geschmeidiger, umso besser. So, und dann geht's an die Wegpunkte. Wir müssen ja mit Wegpunkten arbeiten jetzt an der Stelle. Ich sollte von der Weiche vielleicht auch noch einen Block einrichten. Nehmen wir mal sowas hier. Haben wir gar nicht benutzt. So, dann haben wir hier auch noch einen Block. Und dann brauchen wir Wegpunkte. Oder vielleicht hat sich die Linie auch schon selber schon konfiguriert. Müssen wir mal reinschauen. Nein. Also müssen wir das mit Wegpunkten machen. Da muss ich mir auch nochmal einen eleganten Mod suchen, der diese komischen Wegpunkte ersetzt. Ich mag die nämlich nicht. Sondern haben wir hier einmal einen Wegpunkt auf der Brücke. Und einmal auf dieser Brücke. So, komm, machen wir hier mit dem Signal zusammen. Weil ich glaube, ich kann Signale auch als Wegpunkte benutzen, ne? Müssen wir mal ausprobieren. Moment mal. Da brauchen wir nämlich diese hässlichen Dinger nicht benutzen. Ich weiß auch gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen. Da hätte ich doch lieber Hektometertafeln genommen, oder? Die es übrigens auch schon zum Runterladen gibt. Die müsste ich mal runterladen. Nehmen wir die Linien. Jetzt haben wir die Getreideanlieferung 2. Das ist die Linie, die dort über die Güterumgehungsbahn fahren soll. So, also Linie verwalten. Wir fahren von Vertico Ost nach Janneby Transfer. Das heißt, wir müssen hier eine Haltestelle hinzufügen. Das wäre dann einmal dieses Signal. Wieso geht das jetzt nicht? Soweit kommen wir. Irgendwas fehlt hier noch. Ah, ich hab die Bahn noch gar nicht angeschlossen. Okay, aber das ist nicht weiter schlimm. Das Ding da kommt dahin. Dann können wir hier dieses Signal hier auf der Brücke irgendeins nehmen. Dieses da. Und dann müssen wir kurz mal die Eisenbahnstrecke hier vollenden. So, jetzt geht's wieder. Jetzt können wir hier natürlich auch ein Einbahnsignal draus machen. Nein, können wir nicht. Das steht verkehrt rum, das Signal. So, aber wir müssen Signale hier noch umbauen. Das Signal, das passt schon ganz gut. Das haben wir gut dahin gebaut. Kommt hier ein Signal hin. Hier kommt eins hin. Dann können wir hier irgendwo noch einen Block dazwischen setzen. Einmal da und einmal vor dem Bahn. Ne, vor dem Bahnübergang geht nicht, weil wir da den Bahnhof haben. Dann machen wir da noch eins hin. Und dann sollte jetzt unser Getreidezug hier unten diese Kreuzung hier nicht mehr befahren. Und dadurch haben wir dann jetzt aktuell, wie viele Züge habe ich auf der Linie eigentlich? Das habe ich jetzt gar nicht im Überblick. Fahrzeugverwalten, 4 Züge. Also 4 Züge weniger, die jetzt hier diese Kreuzung befahren. Und die hier vorher abbiegen. Also das sollte auf jeden Fall mal unsere Bahn entlasten. So ein bisschen. Es dauert jetzt natürlich einen Moment, bis sich das jetzt eingependelt hat. So, jetzt könnte man natürlich überlegen. Also hier unten
Hier werden ja momentan die Brötchen abgeholt, die hier rüber geliefert werden. Die könnten wir jetzt natürlich dann aber auch... Dann müssen wir hier unten drunter ein Gleis legen. Nein, das wird ein bisschen zu kompliziert. Wir haben auf jeden Fall mal 4 Züge weniger, die jetzt hier über unser Dreieck fahren. Und damit haben wir heute was ganz Großes geschaffen, sag ich mal. Das ist unser erstes kompliziertes, in Anführungsstrichen, Umleitungsnetzwerk, Überwerfungsbauwerk, damit wir unsere Linien ein bisschen entlasten. Also wir haben hier unten natürlich immer noch eine sauhohe Belastung. Also wenn wir hier auf die Linien hier unten gucken. Was haben wir denn jetzt hier? Eine Farbe, 2, 3, 4. 5 Farben fahren da, also 5 Linien haben wir da aktuell. Haben wir hier einmal 4 Züge von dieser Linie. Dann haben wir hier oben 3 Linien, die hier oben fahren. Das sind die Maschinenteile, das sind also 4, 5, 6, 7 Züge. Dann haben wir noch die Holzbretter, die da angeliefert werden. Bretter und Maschinenfabrik. 7, 8, 9 und dann haben wir noch 2 Personenzüge, die hier fahren. 10, 11 und Brötchen werden hier auch noch angeliefert. Und das sind auch nochmal 2 Züge. Also sind wir bei 13 Zügen, die aktuell dieses Schienenstück hier befahren. Also, das ist schon eine Hausnummer. Das grenzt schon an Auslastung. Wir können ja mal hier gucken, wir haben ja hier so einen Verkehrs... Das geht aber leider nur an überlastete Stationen. Das geht nicht für die Eisenbahn zu gucken. Wie die Auslastung ist. Privatverkehr hoch. Wohngebäude. Kann man das irgendwo schauen, wie die Auslastung auf den Strecken ist? Ah doch, klar. Das ist grün, das ist Straße. Nee, das kann man leider nicht sehen, oder? Geschwindigkeitslimit, Landnutzung, schiffbare Gewässer, Höhenlinien, überlastete Stationen. Nee, geht leider nur für den Straßenverkehr. Die Emissionen sind natürlich pervers, ne? Weil wir da halt so viele veraltete Fahrzeuge noch unterwegs haben. Aber ich würde sagen, werden jetzt nochmal versuchen, eine Borsig, eine von den alten Lokomotiven irgendwo runterzuholen. Dann würde ich diese Folge dann auch für beendet erklären, weil wir sind jetzt auch schon wieder über 30 Minuten und eigentlich ist ja 30 Minuten das, was ich machen will. Aber irgendwie klappt das immer nicht so richtig, weil ich mich dann hier verbeiße in irgendwelche Aufgaben. Und ich finde es halt blöd, so eine Sache zu bauen und mittendrin dann das Ganze abzubrechen, weil wir die 30 Minuten voll haben. Deswegen mache ich einfach weiter. Und dann gucken wir mal, dass wir zumindest nochmal einen alten Zug ausgetauscht kriegen heute. Müssen wir mal gucken, was wir dort überhaupt für Züge haben. Im Idealfall würden wir natürlich die Personenzüge austauschen. Wegen der Geschwindigkeit. Hier sehen wir auch den Zustand, ne? Wir können ja erstmal das nehmen, was sehr schlecht ist, wie zum Beispiel hier Maschinenfabrik Bertico ist sehr schlecht. Emission. Der läuft natürlich am Limit, ne? Wollen wir mal gucken, inwiefern wir den ausgetauscht kriegen. Kann mal gucken, ob wir das hier im Menü direkt machen können. Linie zuweisen. Fahrzeug ins Depot schicken, wenden, wollen wir alles nicht. Details. Farbe auch nicht. Also müssen wir das Fahrzeug verwalten. Und das ist dann Zug 15, den wir da einmal austauschen wollen. Gucken wir mal. Nehmen wir den Preußisch G3. Und dann hauen wir da hinten die Güterwagen drin. Bis 80 Meter. 32, was hast du jetzt für aktuell für eine Kapazität? 36, wie ist, da haben wir weniger Kapazität. Sollten wir überlegen, unsere Bahnhöfe auszubauen. Dass wir die mal um 40 Meter erweitern, dass wir mal anfangen können, längere Züge einzusetzen. Dann müssen wir aber auch die Blockbereiche wieder umbauen. Oh, ist das ein ewig langer Rattenschwanz, der da aneinander gezogen wird. Aber 200 kW hat das Ding. Details. Du fährst mit 90 kW durch die Gegend. Die Leistungsbewertung ist natürlich schlecht und hier wäre sie mittelmäßig. Würden wir nehmen. Komm. Dann haben wir zumindest mal einen Zug weg in der Folge. Wir haben ja dann sowieso 3 neue Züge quasi. Wir haben ja die Getreidezüge hier unten auch noch. Hier sind wir jetzt bei 80%. Da fehlt uns noch ein Zug. Hier sind wir bei 60%. Da müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal angreifen.
müssen wir unseren Personenverkehr auch so ein bisschen im Auge behalten. Der scheint hier nämlich schon wieder am Limit rumzulaufen. Aber wir haben ja auch schon die Einwohnerzahl seit 1850 verdoppelt, also mehr als verdoppelt sogar. Wie sieht es denn eigentlich in Lauenstein aus? Da können wir auch gerade nochmal reingucken, das Diagramm. Da geht es auch steil nach oben, mal kurz hier wieder einen kleinen Absacker. Aber das kriegen wir auch noch in der nächsten Folge in den Griff. Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge mit Transportfieber 2. Bis dahin von mir natürlich wie immer gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.